Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es denn schon so spät? Jo, moin Leute und herzlich willkommen zu LA Bastards. Und diesmal aus einer anderen Perspektive. Auf jeden Fall für die Leute, die es nicht wissen. Ja. Das ist Pete und ich bin Enno. Ja. Hallo Enno. Meine andere Perspektive und zwar aus meiner Küche. Aus der Zockerküche. Ja, du kannst mir kurz sagen, was wir vorhaben jetzt. Also, wir haben jetzt vor so Minigames. Wir haben drei Spiele vorbereitet. Ja. Und der als erster 2 Punkte hat, gewonnen halt. Bestrafung am Ende gibt's nicht. Es ist einfach großer Spaß. Wir haben Langeweile gehabt. Genau. Wir haben einfach irgendwas Dummes vor. Enno hatte Zeit, ich hatte Zeit. Und dann haben wir gedacht, wir treffen uns mal in einem super Discounter. Und dann haben wir drei Dinger, jeder dasselbe. Ich kann euch schon mal kurz ranholen, dann seht ihr das mal. Ja. Einmal auf jeden Fall Chili-Soße jeder. Ja. Wir packen Milch. Und jeder so eine Tüte Pfefferbohnen. Steht doch ganz groß scharf drauf, Alter. Ja. Wir haben uns auf jeden Fall jetzt mal gönnen. Und wie sollen wir es erklären? Also, die Chili-Soße werden wir exen. Wer als erster fertig ist, hat gewonnen, das erste Minigame. Beim zweiten ist es auch so, bei Milch und bei den anderen ist alles, wer schneller ist. Ja. Oder wenn ich jetzt sagen würde, oder Pete sagen würde, bei dem. Ich kann nicht mehr, dann hat er ihren Antrag gewonnen. Ja. Ja, und da er die Scheiße ja gefeiert mit der Butter fressen, weil ich mal mein. Wird das extremer. Lass schmecken. Also ich muss auch sagen, ich habe auch so ein bisschen zittrig schon, weil ich vor denen ja Angst habe. Ich habe extreme Angst vor denen. Weil da steht drauf, dass für eine Portion 30 Gramm und wir haben 125. Und das macht mir irgendwie Angst. Und ich bin auch überhaupt nicht vor Schärfe gedacht. Also Peter ist diesmal ein Vorteil. Sonst wir haben auch schon mit der Chili-Soße. Wir haben Chili-Soße. Und scharf. Und ich kann absolut nicht scharf essen und auch so Zwiebeln, ihr wisst ja. Und ich denke mal, da wird wo. Erstmal kurz meinen Gaumen einfeuchten. Da wird wo Pete gewinnen. Machen wir einfach auf schon mal. Ihr habt es knacken gehört, das ist ein Zeichen der Frische. Oh, scheiße. Prost. 3, 2, 1, go. Scheiße, komm jetzt. Bah. Oh. Hast du alle? Nee. Scharf, Alter. Ich fand die war überhaupt nicht scharf. Boah. Ich fand, das sei ja die Handbewegung bestimmt geübt aus, Alter. Also müssen wir jetzt auch mehr. Oh, mir kommt's hoch, Alter. Mir nicht. Waschbecken ist da drüben. Oh Gott, Alter. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Ja, würde ich sagen. Was hier? Ich habe nur immer. Jetzt hab ich die Flavor. Wir drehen auch die Augen. Sagen wir, machen mal einen kurzen Cut und sehen uns dann gleich wieder. Ciao. Du und weiter geht der Spaß. Jo. Enno bereitet schon mal die Pfefferonen vor. Und ich bin mal kurz hier drüben. Oh. Ich habe mal 2 Teller vorbereitet, wo wir uns die Dinger erstmal rausholen, weil wir werden es bestimmt extrem bematschen, weil es ist ja in Öl eingelegt. Ja. Und wenn wir auf Schnelligkeit machen, dann sauern wir hier bestimmt übelst rum. So werden wir erstmal hier die Dinger rausholen und wir sehen uns dann gleich. Ausgepackt und servierfertig. Genau wie ich, habe mich auch nochmal umgezogen für euch Boys.
Wie gesagt, wir machen keine Werbung, also. Aber wenn ihr welche haben wollt, schreibt uns nicht an. So, wie sagen wir es jetzt, wer als erstes die Scheiße ist? Ja, also wir haben jetzt so eine ganze Packung, ich meine, du kannst jetzt auch nicht sagen. Ich guck dir aber nicht beim Essen ins Gesicht an. Ich guck in die Kamera, dass ich ja nicht sehe, wie schnell du bist und wie schnell ich bin. Ich kann jetzt nicht sagen, dass irgendwie jeder Gleichspiel hat, weil... Das sind halt jeder 125 Gramm. Die einen sind kürzer, die anderen länger. Wir beißen die bis zum Stiel ab. Ja. Und dann kommen wir los. Keine Ahnung, wenn wir nicht mehr können oder so, dann zählen wir am Ende die abgebissenen Stiele. Mhm. Naja, nee, bei mir ist nicht jeder mit Stiel. Wir sind zwei ohne Stiel. Ja, aber du beißt ja trotzdem. Ja, das wird schon. Würde ich sagen, 3, 2, 1, go. Ich kann nicht scharf essen. Sorry Jungs, aber. 2:0 für mich! Also Piet hat schon gewonnen. Ja, wir kommen jetzt die Tränen, Alter. Das ist echt nicht gespielt und sowas, aber. Ja, ich gehe mal eine Träne ran, dass man sie mal sieht. Wenn man sie sieht. Da war ein kleiner Enno. Ja. Jo, ich hab gewonnen. 2:0. Da muss ich auf jeden Fall nicht das machen, wo ich am meisten Angst vor hatte. Und zwar die verfickte Milch trinken, hätte ich keinen Bock drauf gehabt. Ne, wir machen die Milch schon. Machen wir noch? Ja. Ich wäre wenig noch. 2:0. Ich kann nicht reden. Wir beseitigen erstmal die Sauerei und sehen uns dann gleich wieder. Moin Leute, und bei unserem dritten Minigame. Zweier hat ja Pete schon gewonnen, also Pete ist auch schon als Sieger fest, aber ich freue mich natürlich, dass ihr auch immer noch dabei seid. Denn wir hatten uns drei was geholt und das drei was machen. Und ich möchte natürlich meinen Ruf verteidigen als schnellster Exer der Welt. Sollen wir jetzt noch ein Punkt zustande kommen? Also als schnellster Exer haben wir ja schon gesehen, das wird nichts. Schnell essen kann ich auch nicht. Es war Eier scharf. Ich freue mich jetzt eigentlich. Eier scharf. Eier scharf. Milch, Alter, das ist. Ich freue mich schon, dass wir Milch trinken jetzt, weil mein Hals und mein Mund braucht die Milch, denke ich mal. Und man sagt ja, Milch ist gegen Schärfe gut. Ich hoffe nur nicht, dass es morgen hinten raushaut. Und wenn, dann ist es auch nicht so schlimm. Dann passiert das halt. Ich muss doch erstmal schiffen. Muss ich schiffen, das setzt doch mal aus. Welcome back, boys. Yo. And girls. And transsexuelle. Wir sind zurück zur Milch Exchange. Okay, dann 3, 2, 1 und genießen. Ich würde sagen, ich war knapp auf den dritten Punkt, habe ich dir auch noch geholt. Scheiße, weil ich absetzen musste wegen Größe. Oh Gott, Alter, das schlägt aber an den Wanz, Alter. Oh, shit. Oh Gott, Alter, wie tut das an den Wanz so jetzt weh, Alter. Oh, fuck. Naja, aber jetzt... Das war das Mildeste von allen, Alter. Ja, aber das schlägt mir am meisten auf den Wanz, Alter. Oh. Dann kriegst du ein bisschen Kalzium, Alter. Auf deine Knochen. Meine schwappe Haut, Alter. Don't try this at home. Well, und was sagst du jetzt? Herzlichen Glückwunsch, Pete.
3-0 auf meinen Ex-Nassen weggehauen. Weil ich grüßen musste, Alter, weil mir irgendwie hier von der Scheiße, das hier, das geht mir die ganze Zeit im Wanz rum, Alter. Diese scheiß Ketchup-Kacke. Boah, fein, ey. Ich exe das Kultur zu Ende, wie aus deinem scheiß Teekopf jedes Mal aushängt und jedes Mal so. Ich glaube, ich habe keine Chance. Gut, dann muss ich absetzen. Gut abgesetzt, das dachte ich schon, du hast schon fertig. Naja, alles scheiße gelaufen. Heute nicht mein bester Tag vielleicht. Ich verneige mich vor der Gewinner. Und würde sagen, wenn es euch gefallen hat. Bewerben und kommentieren nicht vergessen. Ich würde gerne mindestens 20 Daumen nach oben haben. Und wenn ihr weiter sowas sehen wollt, vielleicht auch mal woanders. Oder man kann ja auch Minigames in einer anderen Hinsicht machen. So zum Beispiel jetzt Real Life Sportscheiße oder sowas. Arm drücken. So 5 Liegestütze. Dabei aber mit dem Penis, also Penis-Liegestütze. Penisstütze. Oh Alter, das ist eklig. Ja, gut. Tut gut. Mir tut's gerade gut, ey. Mir brennt es nicht mehr am Mund. Ja, aber. Milch macht die Scheiße weg, Alter. Das stimmt wirklich. Milch ist eklig, Alter. Mach das nicht. Mach das nicht. Das ist eklig. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei solchen Videos oder wieder in unseren Let's Plays in normaler Form und nicht so eine Spaggy-Scheiße. Oder vielleicht heute Abend beim Communities Livestream. Vielleicht. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.